Willkommen zurück zu Let's Play Star Wars The Force Unleashed. Ich bin mal ruhig, damit ihr die Zwischensequenz genießen könnt. Ich bin schon bereit. Nein. Du hast einen Greis und einen Verstoßenen besiegt. Du musst dich einem wahren Jedi-Meister stellen. Wem? Meisterin Shaak-Ti, eine der letzten vom Rat der Jedi. Du brauchst alle Kraft der dunklen Seite, um sie zu besiegen. Ja, mein Meister. Attentäter. Hat Vader uns gefunden? Vielleicht. Maris, hol deine Sachen und verstecke dich, wie wir es geübt haben. Kehre nicht zurück, bis ich dich rufe. Aber Meisterin, ich habe darauf gewartet. Lass mich kämpfen! Nein. Ich führe den Attentäter allein in die Ahnenschlucht. Du kannst nicht gegen einen Sith kämpfen. Es wäre dein Ende, Maris. Wir gehören zu den letzten Jedi. Durch uns überlebt der Orden. Ich lasse nicht zu, dass die Sith dich fangen oder vernichten. Maris, bitte, geh zum Friedhof und warte auf meinen Ruf. Nein, sie wurde nicht verdorben. Noch nicht. Sie hat nur Angst. Möge die Macht mit dir sein, Maris Brood. Ja, das wünschen wir ihr nicht, weil sie eine unserer Gegnerin ist und wir fliegen jetzt erstmal hier gerade. Ich verfolge euch. Direkt vor ja, euch ja, müsste ein Polarheldenturm liegen. Durch den müsst ihr durch. Wir sind gerade auf Felucia gelandet, einem von Pilzwäldern überwucherten Planeten. Seht ihr hier auch, so sieht's da überall aus. Die Pilze und diese, ja, die Flora und Fauna auf diesem Planeten ist uns alles andere als wohlgesinnt, kann ich euch gleich mal sagen. Einheimische nähern sich. Ich spüre sie, die Macht ist stark bei ihnen. Aua, 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 aua. Ja, hier sind die Einheimischen, die Felucianer, die sind auch alles andere als uns wohlgesinnt, denn die sind auf der Seite von der Jedi-Meisterin Shaak-Ti. Die haben hier auch so ein bisschen Machtfähigkeiten, diese Felucianer, die wurden von der Jedi-Meisterin ausgebildet, um eben gegen die dunkle Seite kämpfen zu können. Und mächtiger als die imperialen Aufzeichnungen vermuten lassen. Dahinter steckt ein Jedi. Jupp, sag ich doch. Das sind übrigens, diese Felucianer sind in Clans organisiert. Und, also in Stämmen. Und die, was wir hier gerade von den Felucianer sehen, das sind die Blauen. Die haben blaues Fell und langgezogene, blau gestreifte Masken. Warte mal, kann ich mal besser zeigen. Sieht man hier, glaube ich, ganz gut. Und ja, das sind die Krieger. Also die, daran erkennt man die Krieger eben an dieser Farbe unter den Masken. Und da gibt es natürlich auch noch andere Stammesmitglieder. Wenn ich denen begegne, zeige ich sie euch in der im Prolog selber, also was heißt im Prolog, in der Vorschau, was weiß ich, in der Cutscene hat man noch einen mit so roten Fell gesehen und einer roten Maske, mit so einer roten Fellmaske. Das war ein Schamane war das. Ja, und hier müssen wir wohl hoch. Sieht nach einer Menge Hüpferei aus. Wird nicht einfach, aber das kriegen wir schon hin. Würde ich mal behaupten. Ja. So, jetzt lass uns weitergehen. Sind machtsensitiv, würde man das nennen, bei den Felucianer, was sie sind. Also sie sind durchaus fähig, die Macht zu benutzen. Sieht man hier auch. So, geh mal weg. Vorhin sind sie auch so an Wänden und sowas gelaufen. Das kommt daher, dass die guten Felucianer auch so Saugnäpfe an den Beinen und Armen haben. Blöde Pflanze. Hey, die Pflanze spuckt mich an. Und mit diesen Saugnäpfen können sie eben an fast allen Oberflächen entlanglaufen. Natürlich sehr praktisch ist. Besonders in diesen Höhlensystemen hier.
Könnte natürlich dann an der Decke und überall sonst wo rumlaufen. Ich weiß gar nicht, ob ich nur gegen Krieger kämpfen muss. Bis jetzt kommen nur Krieger. So, gute Nacht. Gute Reise. Mann, 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 das wären aber auch nicht weniger. Komm, geh sterben. Du auch. Vernichtet seist du. Beuge dich der dunklen Macht oder dunklen Seite der Macht oder stirb. Ja, ich glaube, wo müssen wir hin? Ich glaube, wir müssen nach oben. Ja, doch, nach oben. Nach oben sieht es mir nach der richtigen Richtung aus. Ja, da muss ich... Die kann ich nicht so einfach rumwerfen. Die überleben das manchmal sogar, wenn ich sie rumwerfe. Muss ich schon gegen eine Wand oder sowas werfen. Wo geht's hoch? Hm, da, glaube ich, geht's weiter, oder? Da sieht es mir doch so aus, als würde es weitergehen. Ja, dann gehen wir mal gleich mal hin. Ein Sith Holocron. Dass mein Schaden steigert, kann ich auch gebrauchen. Nein, ich wollte doch nur das Holocron holen. Ah, aua, aua, aua. Die sind ja sogar ziemlich stark, die blöden Viecher. Die Felucianischen Krieger. Weg mit dir. Oh Mann, Mann, Mann. Wo komme ich jetzt wieder hoch? Hier sieht es so aus, als könnte ich wieder hoch, glaube ich. Oder muss ich jetzt wieder ganz runter? Ah, da unten ist auch ein Holocron. Das hatte ich vorhin gar nicht geholt, das Holocron. Dann hole ich das jetzt mal. Da in dieser Suppe, da unten soll ich nicht reinfallen. Die sieht nicht gerade gesund aus. Ach, komm. Weg mit dir. Es werden aber ziemlich, sind ziemlich viele anscheinend. Werden nicht weniger. Gibt natürlich auch noch andere felucianische Stammesmitglieder, wie ich schon vorhin erwähnt habe. Da gibt es unter anderem noch den Häuptling und den Schamanen und den Reiter. Interessant finde ich besonders den Reiter, weil der Reiter ist, ja, der setzt die Macht dazu ein, um andere Tiere zu beeinflussen, besonders Rancors. Rancors kennt ihr wahrscheinlich alle aus Episode 6, aus Jabbas Palast. Er hat einen eigenen Rancor. Und diese Rancors können sie eben hier züchten und für ihre Zwecke einsetzen. Aber ich hoffe mal, dass sie die nicht gegen uns einsetzen, weil so ein Rancor ist ein gemeines Viech. Kann ich euch nur sagen. So, ah, ich glaube, ich muss so rumgehen. Ah, ich verstehe. Gute Reise. Ich laufe schon wieder viel zu lange sinnlos rum. Ah ja, ich muss euch noch sagen, ich kann nicht mehr so ganz lange Folgen machen. Also 25 Minuten Folgen ist nicht mehr. Liegt daran, dass es einfach, die werden zu groß. Also die sind dann 3,8 GB nach dem Rendern groß. Weil es ja auch Full HD ist und so. Oh ja, ein kleiner Clipping-Fehler. Die sind 3,8 GB groß oder sowas. Und da lade ich dann halt schon mal so 17 Stunden oder so hoch und das ist einfach zu lange. Da muss ich den PC die ganze Zeit laufen lassen und das ist schlecht. Deswegen werde ich wahrscheinlich maximal nur noch 20 Minuten Folgen machen. Hoffe, das stört euch nicht ganz so. Aber es geht leider nicht anders, weil mein Internet nun mal nicht besser ist. Ich habe eine 16.000er Leitung. Ich weiß, da wären viele sogar froh, wenn sie so eine hätten. Aber, nun ja. Für Force Unleashed geht das letzte leider nicht anders. Ist auch bisher das Projekt, was am meisten Speicherplatz verbraucht. Hat mich etwas gewundert. Keine Ahnung, woran das liegt. Weil Full HD Projekte hatte ich ja schon ein paar mehrere. Aber, naja. Also Rayman Origins zum Beispiel hat deutlich weniger Speicherplatz verbraucht. Nein. Falsche. Den wollte ich haben. Genau den. So, sind wir jetzt schon oben? Ja. Das eine Holocron könnte ich mir dann noch holen, aber ich habe so das Gefühl, da stehen die Chancen sehr hoch, dass ich dann runterfall. Egal, wir riskieren's. Jawohl. Bin nicht runtergefallen. Komme ich da wieder hoch? Nein! Ich komme natürlich nicht wieder hoch. Was mache ich denn? Egal. Gehen wir wieder hoch. Kann ja nicht so schwer sein. So, gehst du weg. Ah. Oh, ich bin ein Level aufgestiegen. Sehr schön. Das Ding ist pendelt sogar hin und her. Cool. So, weiter geht's nach oben. Auf dem Planeten gibt's übrigens auch einen Sarlacc. Auf dem Planeten Felucia. Und der ist alles andere als nett. Aber zu dem sage ich später euch noch was. Denn so viel sei verraten, wir werden noch Bekanntschaft mit ihm machen. Komm, weg mit euch. Nein, 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 nicht mich schon wieder angreifen. Sucht euch doch jemand anderen aus. Ihr müsst die Jedi-Meisterin nicht verteidigen. Wirklich nicht, ist nicht notwendig. Auch wenn ihr das vielleicht anders seht, aber
Also, wenn es nach mir geht, könnt ihr die ruhig mir in die Hände spielen lassen. Dann lasse ich euch vielleicht am Leben. Aber anscheinend wollen sie mir nicht glauben. Jedenfalls greifen sie mich weiter an. Ich finde diese... Diese Fremden sind vielleicht gut ausgebildet. Aber wenn ihr den Anführer jeder Gruppe ausmacht und erledigt, könnt ihr vielleicht den Rest demoralisieren. Da habt ihr gerade den Schamanen gesehen. Das mit dem roten Fell ist nämlich der Schamane. Das sind eben die spirituellen Anführer des Clans. Und die mit ihrer Macht, also die haben auch ein bisschen mehr Macht, glaube ich, als die normalen Krieger. Und damit beschützen sie den Clan einerseits. Andererseits sind sie aber dazu da, auch die Krieger anzuführen. Das sehen wir hier auch. Die haben uns hier gerade angegriffen mit Hilfe des Schamanen. Gute Reise. Wow, der fliegt lange. Aber wo geht's hier hoch? Ah, geht's hier hoch? Ne, hier geht's natürlich nicht hoch. Geht's da hinten weiter? Bin ich mir immer sicher? Nee, da geht's nicht weiter. Aber vielleicht ist hier nur... Ah, ich wusste doch, da ist ein Holocron. Der gelbe Pfeil sagt mir ja, dass es auf der anderen Seite weitergeht. Ich muss mich mal gewöhnen, auf den gelben Pfeil da oben zu schauen. Komm, weg mit dir. Ist der noch nicht tot? Doch, der ist tot. Der muss tot sein. Das kann ein normaler feluzianischer Krieger nicht überleben. Felucia ist übrigens auch ziemlich bekannt eigentlich aus der Clone Wars Serie. Die sind da öfters unterwegs. Auf Felucia. Und es gehört auch eigentlich zu meinen Lieblingsplaneten mit. Weil ich diese Pflanzen- und Pilzwelt finde ich ziemlich cool. Also ich finde, das sieht ziemlich geil aus. Ach, die kann ich nicht angreifen, oder was, wenn der Häuptling von ihnen noch lebt? Na gut, dann schalten wir eben erst den Häuptling aus. Was heißt, da wird nicht rumgetrötet, da wird Scheiße, ich habe keine Macht mehr. Lebt er nimmer? Oder lebt er noch? Ne, der ist tot. Der ist tot. Ist da noch so irgendwo ein Häuptling? Da vorne ist noch einer. Ey, nicht mich töten. Au. Ich gehe ja schon weg. Erstmal die Häuptlinge ausschalten, dann habe ich schon mal deutlich weniger Ärger. Ja, jetzt seid ihr auch nicht mehr ganz so stark. Oh, ich habe unbegrenzt Machtenergie. Besonders cool ist es, wenn man dann unendlich lange blitzen kann. Also so lange eben, bis dieser Bonus wieder weg ist. Ja, weil Blitze sind effektiv. Egal gegen welche Lebensform. Egal ob Pflanze oder Felucianer. Gegen die Blitze haben sie keine Chance. Ach Mist. Ist das Cephalochron wirkt nicht mehr. Schade. Und weiter durch den felucianischen Urwald. Ist übrigens alles hier ein etwas tropischeres Klima. Und ihr habt gesehen, die Pflanzen greifen mich auch an. Die sind durchaus gefährlich. Deswegen leben hier auch sonst, glaube ich, nicht so viele Menschen oder so, weil er schwer zu kolonialisieren ist, der Planet. Eben weil die Pflanzen und alles im Prinzip auf diesem Planeten gegen einen ist. Komm, geh weiter. Weiter, hier. Ist das da oben Holocron? Ja. Hätte ich fast nicht gesehen, was da so reinleuchtet. Na, Mist. Nein! Was mache ich denn? Ich komme da einfach nicht hin. Jawohl, jetzt aber. Eine Machtkombosphäre habe ich uns ergaunert. Das heißt, ergaunert uns geholt. Was bist denn du? Naja, anscheinend greifst du mich nicht an. Somit habe ich kein Problem mit dir. Hier liegen überall Totenschädel. Ach nee, das sind Klontrooper-Helme. Und Beine und... Anscheinend ist hier irgendwas, was die Klontrooper auffrisst. Da vorne, gelb und gefährlich. Da müssen wir aufpassen. Okay. Gut zu wissen. Fuck, den kann ich nicht wirklich wegschleudern, den gelben. Das ist übrigens ein felucianischer Häuptling, dieser gelbe. Erkennt man vor allem an dieser richtig coolen Maske, die er aufhat. Gefällt mir sehr gut. Eben das Oberhaupt des Stammes. So, jetzt können wir ihn aber auch mal blitzdingsen. Kann ich nicht, weil ich zu wenig Macht habe. Na gut, dann müssen wir ihn wohl anderweitig entsorgen. Werfen ihn mal nach oben. Ich glaube, er lebt aber noch, oder? Ja. Der hält leider ziemlich viel aus. Ziemlich unangenehm. Muss ich wohl ordentlich noch reinprügeln? Gehst du weg. So, jetzt aber. Mann. Die haben schon drauf, die Häuptlinge. Jetzt haben wir eigentlich alle Einheiten gesehen von den Felucianern. Außer den Reitern. Und da unten sieht es irgendwie nicht freundlich aus. Das ist eine große Grube. Aber ich glaube, wir wagen uns mal rein. Begib dich zur Ahnenschlucht. Oh. 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 Ja, das habe ich bemerkt.
Das ist in der Tat eine sehr große Kreatur. Das ist nämlich ein Rancor. Und die werden gezüchtet von den Felucianern. Also nicht gezüchtet, aber zumindest gezähmt werden sie. Das heißt, sie folgen den Befehlen der Felucianern. Na gut, die halten nicht so viel aus. Gegen Blitze sind sie anfällig. Deswegen muss ich da aufpassen, weil die sind eigentlich ziemlich gefährlich. Hat man ja auch in Episode 6 gesehen. Da hat der Luke ziemlich zu kämpfen gehabt gegen den Rancor. Seit wann kann ich mein Laserschwert werfen? Na egal. Oh, erstmal den Rancor grillen. Einer von vier Rancor, da gibt's noch vier. Oh Gott, bloß nicht. Wundert mich, dass hier keine Reiter sind. Keine Felucianischen. Weil normalerweise müssten die ja für ihre Rancor zuständig sein und sie auch zähmen. Weiß gar nicht, wo sie... Na ja, geh weg. Geh sterben. Au, au. Aber ich bin so unfähig, das ist unglaublich. Sehe ich noch einen Rancor hier irgendwo? Ne, ich befürchte, das war erstmal der erste Rancor von den Vieren, die ich besiegen muss. Aber der ging ja echt ganz flott. Durch die Blitzfähigkeit, die hat dem ordentlich zugesetzt. Das müssen wir uns merken. Rancors greifen wir in Zukunft immer mit Blitzen an. Gehst du weg? Gehst du weg? Das sieht man hier, was liegt denn hier alles noch rum? Überall Teile von Flugzeugen und so, weil hier anscheinend irgendeine Schlacht in den Klonkriegen war. Welche Schlacht, weiß ich allerdings auch nicht. Das übersteigt dann doch mein Wissen. Ja, ja, ja. Killcam und so. Na komm, geh sterben. Gehst du sterben? Jetzt verreck doch endlich. Wir wollen einfach nicht verrecken. Wieso kann ich keinen Laserschwertwurf machen? So, den werfen wir jetzt einfach in den anderen rein und dann ist keiner von beiden tot. Das ist natürlich blöd. Kommt da unendlich von denen oder werden das auch mal weniger? Ja, ja, mit der eigenen Pflanze abgeworfen. Auch eine gute Idee. So, ich würde sagen, wir machen aber erst im nächsten Part weiter, erkunden weiter dieses Schlachtfeld, das ehemalige. Und ich hoffe, ihr seid dann auch mit dabei und ja, wünsche euch eine schöne Zeit und möge die Macht mit euch sein. Bis dann, Servus.